Ja, aber ich möchte jetzt keine mehr Wallung machen, weil die Familie hat es ja nun wirklich schwer genug. Ich will die Wahrheit. Ich freue mich über Ihre Rücksichtnahme. Nur bei Gericht, das wissen Sie auch. Ich habe Sie nicht wegen Ihrer Rücksichtnahme gelernt, sondern dass Sie den Mund aufmachen. Also? Was kommt denn jetzt? Also, hallo? Lassen Sie. Lilly, bitte. Lilly, bitte nehmen Sie Platz. Unglaublich. Ist das Norbert Becker? Ja. Wo ist der? Norbert Becker ist zurzeit staatlich untergebracht. Er lebt? Seine jetzige Adresse ist... Mein Vater lebt? Bibra 2. Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede? Ja, genau. Norbert ist im Gefängnis? Ja, was macht denn ein Toter im Gefängnis, Frau Flecht? Ja, und auf unbestimmte Zeit. Also der hat einiges auf dem Kerbholz. Körperverletzung, eine Riesenliste. Hier oben. Und vor kurzem hat er anscheinend jemanden totgeschlagen und jetzt ist er für 6, 7 Jahre. Ach, das ist doch genauso eine ausgedachte Geschichte, wie vorhin wir gehört haben, die ganze Zeit. Mal ganz im Ernst, als ob das jetzt so... Das hat ihm bestimmt meine Mutter schön eingetrichtert. Ich halt mal die Füße still. Du brauchst jetzt kein Mitleid für den Mann zu haben. Lilly, hör mal zu, was der Mann zu sagen hat. Das ist wichtig. Hör zu. Frau Flecht, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist Ihr erster Ehemann brutal und gewalttätig gewesen. Hat er Sie geschlagen, während Sie mit ihm verheiratet waren? Also, die ersten 3 Jahre... Mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, waren die Hölle. Also, am Anfang war ja noch alles gut. Konnte man nicht wissen, was das für ein Mensch ist. Aber dann habe ich irgendwann, habe ich dann sein wahres Gesicht kennengelernt. Ich kann Ihnen sagen, das war nicht. Was hat er gemacht? Entschuldigung. Also, hat er öfter so Stimmungsschwankungen. Und mal ging es ihm ja auch ganz gut, war auch mal ganz nett, aber oft konnten ja Kleinigkeiten ihn zur Weißglut bringen. Und dann hat er mich einfach wegen einer Wurst, die nicht am Armbrusttisch war, geschlagen und getreten. Und ich war auch ständig im Krankenhaus. Aber warum haben Sie das 3 Jahre lang mitgemacht? Ja, weil ich immer dachte, das wird sich ja mal ändern. Ich meine, er hat mir ja immer wieder versprochen, dass ihm das leid tut und dass es nicht wieder vorkommt. Und man wünscht sich ja eine gute Beziehung und wollte ja auch mal eine Familie haben. Und aber Ihr Mann hat sich nicht geändert. Das hätte ich Ihnen voraussagen können, Frau Flecht. Es ist so bei schlagenden Ehemännern. Solange nicht massiver Druck von außen kommt, ändert sich nichts. Und von außen meine ich damit Gerichte oder Trennung oder was auch immer. Ehefrauen schaffen es nicht mehr. Ja, deswegen war ich auch so froh, als meine Schwester Magda mich dann bekannt gemacht hat mit Paul. Ja, dann habe ich erst mal gemerkt, wie charmant und nett doch ein Mann sein kann. Und dann haben wir uns öfter getroffen, obwohl ich noch mit Norbert verheiratet war. Obwohl ich Todesangst hatte, dass Norbert das natürlich erfährt. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Sie werden die Frage, die jetzt kommt, erwarten. Wer ist der Vater von Lilly? Norbert ist der Vater. Ja. Aber dann ist... Ich wollte mich damals schon von Norbert trennen, aber... Ich dachte ja auch, wenn ich schwanger bin, wird er mich nicht schlagen. Warum war auch so ein Wunschdenken von mir. Warum hast du denn nichts gesagt? Ja, Mensch, sollte ich dir sagen, was du für einen gewaltsamen Erzeuger hast? Was für ein brutaler Mensch das ist? Was hätte denn das denn gebracht? Lilly. Wer weiß, was da noch alles passiert wäre. Stell dir doch mal vor. Lilly, der Mann hat deine Mutter geschlagen, als sie im 6. Monat schwanger war. Trotzdem habt ihr mich belogen. Stromgeschichte da. Trotzdem. Was war jetzt mit diesen Stromsachen wirklich? Also... Es war halt, ich habe halt nicht die richtige Wahrheit gesagt. Bea musste halt zurück. Norbert stand auf dieser Leiter, hat diese Lampe gewechselt. Sie hat versucht, die Sicherung rauszutun, aber Norbert hat es gemerkt mit so einem Stromprüfer, dass da noch Saft drauf war. Daraufhin war er so sauer, dass er sich Bea vorgeknöpft hat und wieder Windel weich geschlagen hat. Im 6. Monat war sie schwanger mit dir. Und wir wollten es nicht sagen. Haben Sie Ihre Frau dann von dem Norbert Becker weggeholt? Ja, also er hat mich mit Magda mal eines Nachts vor unserer Wohnung gestanden, im Auto gesessen und
Ich habe mich dann einfach rausgeschlichen. Norbert hat geschlafen und ich bin dann so, wie ich war, mit ins Auto, habe gar nichts mitgenommen. Und dann bin ich mitgegangen. Und ich weiß nicht, wenn Sie das nicht gemacht hätten, ob ich überhaupt heute noch leben würde. Weiß ich nicht. Und warum haben Sie Ihre Tochter das nicht sagen können? Ja, aber was ist denn das? Was ist denn das für ein Mensch? So einen muss man doch nicht in seinem Leben haben, oder? Der sowas tut, so ein gewaltsam ist und der kann doch nicht, der hätte unser Leben kaputt gemacht. Wir waren ständig auf der Flucht. Dieser Mensch hat uns verfolgt bis überall hin. Wir mussten ständig umziehen, als sie klein war. Wir konnten nie einen Wohnort länger bleiben, weil wir immer unterwegs waren. Bloß, dass er uns nicht entdeckt. Ich kann Ihnen sagen, ich bin teilweise mit einer blonden Perücke und eine Sonnenbrille auf die Straße. Die Leute haben schon gedacht, ich bin nicht ganz normal. Nur damit er uns nicht findet. 94 sind Sie geschieden worden. Ging diese Scheidung so einfach über die Bühne? Nein, auch das war unheimlich schwierig, weil die Anwältin musste damals auch zwei Wachtmeister extra noch mit in den Verhandlungen nehmen, in die Scheidungsverhandlung, weil der hätte, wer weiß was, gemacht. Und als der Prozess zu Ende war, mussten wir flüchten. Die Anwältin ist mit uns kreuz und quer durch die Stadt gefahren, damit wir überhaupt vor dem fliehen können. Der ist uns regelrecht hinterhergekommen. Ja, und dann mussten wir auch umziehen, wieder den Wohnort wechseln, damit er uns nicht irgendwo wieder aufspüren kann. Das war ganz schrecklich. Aber Frau Flecht, Sie wussten am Tattag ja nun noch nicht, dass der Norbert Becker weggeschlossen ist, dass der einsitzt für eine ganze Weile. Das wussten Sie nicht. Sie hören jetzt, Ihre Tochter will da irgendwie zu dem hin, der nimmt Kontakt auf, der bringt diesen Mann jetzt wieder auf die Fährte unserer Familie. Da hatten Sie Panik, oder nicht? Also, ist Ihre Tochter in die Garage wirklich gestolpert? Nein, also ich habe das schon getan. Aber ich habe das nicht gewollt, das musst du mir glauben. Ich wusste auch nicht, dass sie sich überhaupt verletzt hat. Das wusste ich wirklich nicht. Und das war nicht meine Absicht. Da hat ihr Mann ein bisschen was anderes erzählt. Aber zu dem Augenblick wusste ich es nicht. Ich habe sie gestoßen, aber das war nur, weil ich sie schützen wollte vor diesen Menschen. Da habe ich einfach rot gesehen. Ja. Ihr Mann hat einiges anders erzählt. Das ist eigentlich sehr schade drum, dass man nicht offener zu Beginn gewesen ist. Schade deshalb, weil es Folgeverfahren dann geben muss. Ja, noch Fragen an den Zeugen Kronen derzeit? Nein, vielen. Bleibt unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz oder Sie nehmen sich diesen mit. Sie können sich auch diesen Stuhl mitnehmen. Vielen Dank. Bleibt unvereidigt. Werden Anträge gestellt? Keine Ahnung. Schließlich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, ich meine, dass es hier besonders sinnvoll sich herausgestellt hat, das besondere öffentliche Interesse zu bejahen. Und zwar für alle Beteiligten war das sinnvoll. Ich kann die Angst und die Panik, die Sie empfunden haben aufgrund der Geschichte, die Sie uns hier jetzt erzählt haben, durchaus nachvollziehen. Ich meine aber, dass das auch ein bisschen hausgemacht ist und dass Sie da eine Schuld mittragen. Ihre Tochter hat das Thema ja schon länger auf den Tisch gebracht, nachdem sie diese Scheidungspapiere gefunden hat. Die ist 16, da ist es doch mal an der Zeit, die Wahrheit zu sagen, oder nicht? Und da konnten Sie sich nicht so durchringen. An Wahrheit hat es hier überhaupt gefehlt. Sie lassen sich da auch noch mit reinziehen, Herr Flecht, und machen hier eine glatte Falschaussage vor Gericht. Also Ehrlichkeit wäre gut. Sie sind mit Ihrer Ehrlichkeit sehr, sehr spät dran und Sie haben die Tochter gestoßen und dabei haben Sie in Kauf genommen, dass der was passiert. Also sagen Sie doch, dass es so ist und dann machen einen Strich drunter und dann geht das Leben eben weiter. 400 Euro, also 40 Tagessätze, 10 Euro wäre mein Antrag. Das können Sie von Ihrem Taschengeld als Hausfrau bezahlen. Müssen Sie Ihren Mann auch nicht fragen. Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, leider ist es nicht immer so einfach, wie der Staatsanwalt sich das vorstellt. Aber denn er hat ja nun keine Familie und weiß nicht, wie schwierig das ist, einem pubertierenden Mädchen solch eine Wahrheit mitzuteilen. Und Sie haben in einer Sache aber recht, Herr Staatsanwalt. Ja, meine Mandantin hat ihrer Tochter einen Schubs versetzt, um dann hinter ihr die Garage zu schließen. Aber den Vorsatz einer Körperverletzung, den kann ich beim besten Willen hier nicht erkennen. Denn meine Mandantin, und das hat sie ja auch gerade gesagt, sie wollte eben nicht, dass ihr Kind sich wehtut. Der Gedankengang war somit nicht: ich hoffe zwar, dass nichts passiert, aber wenn doch, dann nehme ich das eben in Kauf. Sondern vielmehr: es wird schon nichts passieren, wenn ich ihr einen kleinen Schubs gebe. Und auf diese innere Haltung, Herr Staatsanwalt, kommt es doch eben an, bei der Abgrenzung zwischen dem Eventualvorsatz und der Fahrlässigkeit. Und darum ist hier allenfalls eine fahrlässige Körperverletzung gegeben. Und ich bitte darum um eine sehr milde Strafe im ganz unteren Strafrahmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Frau Flecht, Sie haben das letzte Wort. Also ich kann nur sagen, wir sind deine Familie und wir lieben dich. Und ich hoffe, dass alles wieder gut wird. Aber das nächste Mal bitte
Ich bin kein kleines Baby mehr, okay? Ich hab dich doch lieb. Es wird alles gut. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte ist einer fahrlässigen Körperverletzung schuldig. Sie wird deshalb verwarnt. Die Verurteilung zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 20 Euro bleibt vorbehalten. Sie trägt aber die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Lilly, ich kann nachvollziehen, dass Ihre Mutter, nicht, dass sie sie gestoßen hat, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann nur nachvollziehen, dass man zunächst versucht hat, in dieser Familie zu mauern. Und zwar gar noch nicht mehr unbedingt, um nicht mit Ihnen als 16-Jährige verständnisvoll damit umzugehen. Das könnten Sie normalerweise auch tun. Man hatte panische Angst vor diesem Mann. Und das bedeutet, Ihre Mutter wollte nicht nur Sie schützen, sondern letztendlich Ihre ganze Familie. Nur so ist das zu erklären. Und auch nur so ist es zu erklären, dass Ihr Vater und Ihre Tante, die ja sich wirklich lieb um Sie alle kümmern, hier sogar lügen und ganz bewusst lügen, um Himmels Willen es nicht rauskommen zu lassen, in der Hoffnung, dass ich diesen Detektiv nicht lade oder dass er nicht genügend rausgefunden hat. Es ist hier die Angst um die Familie, die sie so hat zusammenhalten lassen. Nur bei einer 16-Jährigen, so wie Lilly, die auch kämpft, wenn sie was wissen will, und das ist gut und normal, dann schafft man es auf Dauer nicht so. Und sie hätte auch Verständnis dafür entwickeln können. Aber sowas hoffe ich meistens, dass man es auch außerhalb meines Gerichtssaals regeln kann, weil man es schneller zugibt und ich hier nicht 5 Leute dazu vernehmen muss. Ja? Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der berufenen Revision. Die Verhandlung ist geschlossen. Das Verfahren gegen Paul Flecht wegen unendlicher Falschaussage wurde wegen geringer Schuld eingestellt.